Was geht und herzlich willkommen bei uns bei den Snooze-Lovern. Heute im Review ein Klassiker des Todes. Was? Ich hab gedacht, wir machen heute Sommersnooze. Absolut Sommersnooze. Jawohl, der Lars hat schon richtig gesagt, heute gibt's den Sommersnooze 2023. Ich glaube, wir haben es sehr lange angekündigt. Sehr lang. Also mich freut es jetzt brutal, weil der Sommer ist nicht rum, aber der Sommer war, beziehungsweise ist auf dem Höhepunkt. Mhm. Und absolut. Wollte du hier mal noch ein bisschen korrigieren. Ich glaube, da bin ich gerade mit meinem flippigen Hemd hängen geblieben. Das kann gut sein. Und deswegen testen wir heute unsere Auswahl. Mhm. Unsere Auswahl an Sommersnooze, wo wir euch einfach weitergeben können, empfehlen können. Genau so sieht's aus. Wir haben mal so unsere Lieblingssorten, würde ich mal sagen. Es sind natürlich viele fruchtige Teile dabei. Ja. Von den Stärken alles Mögliche. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt, so kurz nach dem Tomorrowland. Richtig. Wo man sich wirklich auf den Sommer eingestellt hat, wo man Bock drauf hat. Und ja. Deswegen sagte ich ja im Vorspann schon, Höhepunkt vom Sommer. Also ich glaube, Nico, besser wird's nicht mehr. Sollen wir mal schon ein Overview machen, was wir alles so haben? Wir machen mal ein Overview. Ein Overview? Ja. Sollen wir es schon mal nach Sorten, weil wir haben hier von zwei Sorten zwei Dosen, ne? Genau. Okay, wir fangen mal an. Wir haben zwei Kandidaten von, wie könnte es anders sein, von Velo natürlich. Ja. Und zwar sind da beide reingerutscht, wer das Review gesehen hat. Da haben wir schon gesagt, der könnte schon in Sommersnooze mit rein. Der muss rein, ganz klar. Einmal den Tropic Breeze und einmal den neuen Watermelon Mint. Ja. Das könnte ja schon Sommersnooze draufstehen. Also. Richtig. Es geht nämlich weiter mit einem Summer Vibe, steht hier groß drauf. Und zwar vom Geschmack her. Könnte Eiscreme sein. Eiscreme. Mhm. Eiscreme. Wir haben einen Frosty Cherry. Und zwar auch von Fetters. Ja. Sind wir mal gespannt. Bei den zwei weiß man, die sind relativ fruchtig, also ziemlich krass fruchtig. Ja. Wir sind mal gespannt. Wir sind gespannt. All-Time Classic. Atze Super White in Berry, Breeze und das in Low. Genau. Finde ich für den Sommer schon mal ziemlich geil, wenn Absolut. Die Sonne so runterballert mit 35, 40 Grad. Richtig. Kann es auch mal ein fruchtiger Low sein. Richtig. Die Frage vorweg, was macht für dich ein Sommer Snooze aus? Er darf nicht zu stark sein. Ja. Er darf nicht zu kräftig sein. Ja. Und er muss ein bisschen was Frisches haben. Okay. Wir haben hier noch einen sechsten Kandidat. Und zwar was ganz Besonderes. Wer hat den Review gesehen? Maverick. Eine Minzfüllung statt normales Zellulose. Und hier sind wir bei Berry Valley mit 25 Milligramm. Ja. Alles schöne Pouches. Wir sind sehr gespannt. Und mit was fangen wir an? Wir starten. Also ich muss ehrlich sagen, den kenne ich nicht. Mhm. Haben wir noch nicht getestet, oder? Vielleicht. Ich weiß es wirklich nicht. Nee, tatsächlich noch nicht. Wir haben von Fetters die Stripe Collection haben wir getestet. Die haben wir getestet. Hier noch nicht, deshalb ist das noch ein bisschen Underdog. Deswegen will ich den als erstes testen. Okay. Dann machen wir das tatsächlich so. Ja. Wir sind hier bei einer Stärke von 10 Gramm Gewicht. Wir lassen uns überraschen. Wir haben hier lauter tabakfreie Produkte, also Nikotinbeutel. Und das ist auch gut. Ich finde auch für den Sommer ein nikotinhaltiger Pouch. Geht völlig klar. Also der duftet ziemlich stark. Oh, der duftet aber. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne schon Lars. Hast du den schon mal gesehen? Deshalb ist er ja auch in diese Auswahl reingerutscht. Ich weiß, aber ich kenne ihn nicht. Und ich liebe ja Kirsch ganz arg. Ja. Das ist ein brutaler Kirsch. Mhm. Brutale Kirsch. Qualität, tippitoppi. Er riecht ein bisschen, mir wollen jetzt kein Alkohol wieder nee, hier. Nee, aber er riecht stark nach dem Kirschlikör, gell? Ja, volle Kanne. Mein erster Snooze jetzt wieder, nach dem Tomorrowland, muss ich sagen. Also 4 Tage Pause jetzt. Das macht zwar wieder Spaß, die Lippen sind wieder ein bisschen zusammengewachsen. Ich muss eins vorweg sagen, man kann auch durch von Herstellern, wo gute Qualität haben, kann man auch Hautentfernungen von der Unterlippe haben. Wollte ich hier nur mal sagen, weil mir das oft anbrießen. Ja, wenn man es übertreibt, aber. Aber voll übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Ja. Er brennt ziemlich stark auf jeden Fall. Vom Flavor her absolut meins. Bah. Gell? Ja. Schmack auf Fatz. Lass, sollen wir sie schon so ein bisschen ordnen, dass wir sagen, wir machen hier so eine Linie.
Und der Favorit immer, wo schlägt, kommt vorne hin, dass wir schon so ein bisschen ein Ranking haben. Ja, in dem Fall ist ja auch mal ein besonderes Review heute. Das machen wir. Das machen wir. Natürlich muss man eins sagen, das sind unsere Geschmäcker. Ich glaube, Nico und ich, wir haben relativ den gleichen Geschmack. Mhm. Natürlich kann dein Geschmack anders sein. Und deswegen ist das nur eine kleine Empfehlung. Kann auch Vogelwild jetzt werden von der Bewertung. Ja, aber da, ich weiß nicht, ob er mir jetzt brennen wird, wenn ich jetzt nicht vom Tomorrowland zurückkommen würde. Ist jetzt fast eine Woche her. Bei mir brennt es auf jeden Fall. Wo wir gestartet sind. Geile Pouch, schön fruchtig, erinnert ein bisschen an Kirschsaft schon fast. Ja, ist super. Aber brennen ist gar nicht schlecht. Mhm. Aber wahrscheinlich, weil wir jungfräulich sind vom Snus. Ja. So Lars, ich würde sagen, jetzt kommt ein Kandidat von Velo. Ja. Und zwar fangen wir mit dem Watermelon Minder und mit dem Neuen. Gerne. Ein Päutchen. Also, jeder, wo Velo kennt, man muss ja nicht reingucken, ob die Dose kaputt ist, ob die Teile aufgegangen sind oder sonst was. Das sind Qualitätsmerkmale, wo es in der Liga einfach immer on point sind. Der Fetters nachtragen, muss ich mir jetzt geschwind einen kleinen Minuspunkt geben, weil mir brennt schon hier hinten in die Dinge rein. Und das magst du gar nicht, gell? Das ist nicht meins. Nee. Wenn sich der Kiefer so ein bisschen vom Geschmack her super, aber ja. Das ist nicht meins, das ist dann zu arg ein bisschen. Ja. Deshalb, ich kenne noch ganz sanft vom Geschmack her, ganz, dir war ein bisschen zu sanft, gell? Dir ist der Geschmack nicht genug rausgekommen. Ich wollte es gerade sagen, ich weiß jetzt gerade nicht, ob der einfach, der Kirschgeschmack so intensiv war, dass er zu drüber war und der Velo jetzt ein bisschen zu lasch. Mhm. Aber es ist so, der ist ganz dezent. Mhm. Der haut dich jetzt nicht vom Geschmack richtig um, aber der Geschmack ist da. Und ich sag's, wie es ist, das ist ja eh meins. Man muss wirklich sagen, das ist für meinen Geschmack jetzt auf jeden Fall schon mal einer der weit oberen. Auf jeden Fall. Der wird von mir, weil er einfach eine Qualität ein bisschen besser ist, ich würde mal so, hätte ich vor der Fetters kategorisieren. Hätte ich auch gesagt. So, die vier Kandidaten haben wir noch. Ja. Boah, ich merke schon wieder, also... Also auch das, mal eine Pause von einem Snooze konsumieren zu machen, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Absolut. Das sagst du es, Lars. Man geht da ganz anders wieder ran an die Sache. Aber dass wir es gesagt haben, alles Produkte wieder ab 18, Nikotinprodukte. Ja. Leider. Wenn du, ja. Ihr müsst warten. Ja. Genau. So, wir machen weiter und zwar mit? Ich will den Eis da mal probieren. Wenn es auch wirklich, da ist ein großes Eis drauf. Wir haben hier Sommer, wie heißt das Gerät? Sommersonne Kaktus. Ach, ja. Sommer Vibe? Summer Vibe. Summer Vibe 20. Ich schätze mal, der hat auch 20 Milligramm. Ah, das musst du lassen, da hast du wieder. Das ist wieder so eine Kämpferdose. Oh, leck. Ich denke mal hier ums Etikett rum, dass man nicht so lange ist. Justin Bieber macht das so, bei seinen Interviews zieht die Label von den Flaschen runter. Ja. Dass man nicht sieht, dass das jetzt... Wenn er nicht bezahlt wird davon. Ach so. So weit sind wir noch nicht. Zero. 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 Nico, ich weiß nicht, was du für ein Problem hast, aber geht doch ganz gut. Der Lars ist der Doseöffner. Schlechthin. Boah. Oh, okay, ich habe hier jetzt... Soll ich dir vorlesen, Nico? Ja, was bitte, wir haben? Bitte. Ice Cream, Melon and Strawberry... Enjoyment? Mach mal. Enjoy? Ja, ich muss schön. Es ist auch nicht verfälscht. Oh, das wird jetzt echt hart, hey, die fünf Dinger. Oh ja. Halt. Sechs Dinger. Boah. Ja, gut, ich hätte es gar nicht lesen müssen. Es riecht schon alles raus. Ich muss mal gucken, was es alles war. Watermelon, Strawberry. Ja. Ice Cream. Aber er riecht sehr stark nach Eis, also wirklich wie aus der Gelateria. Fetters kann mit Geschmack umgehen, würde ich mal sagen. Boah, sie kommt sind, sofort, ja. Ja, sie sind alle sehr, sehr fruchtig. Aber wenn jetzt ich mir vorstelle, ich sitze, keine Ahnung, Sonne ist da, 30 Grad. Aber ich finde ihn besser wie den Cherry, noch ein bisschen, muss ich sagen. Auch besser. Weil mehr Fruchtsorte noch aufeinander stoßen. Und dieses Ice Cream Geschmack ist geil. Wirklich wie als würdest du einem Eis schlägen. Ist geil. Ich sag dir, wie es ist, Nico, dann müssen wir Platz 1 machen. Wirklich? Für mich, ja. Okay. Bis jetzt, ja, weil vielleicht ist die Qualität nicht so gut, aber vom Geschmack ist das schon echt geil. Und das will man als Sommersnus. Da muss man dann auch ein bisschen die Qualität ein bisschen nach hinten stufen und der Geschmack
Im Vordergrund. Im Vordergrund, was ja. ich eigentlich Wobei nicht so mag. Wobei da die Qualität auch nicht schlecht ist bei den Vetters. Also muss man echt sagen, die liefern auch gut ab. Nicht falsch verstehen. Und ich widerspreche mir auch gerade, weil ich ja eigentlich jemand bin, wo so ein bisschen dezenter das mag. Nimm mal raus. Geil. Mega. Also aber richtig schöne Eiscreme-Geschmack, gell? Sauber. Wenn du auch mit der Zunge hingehst. Das ist super. Für mich Sommer, muss ich echt sagen. Deswegen bin ich da jetzt ehrlich, das ist die erste Pouch, wo mich voll abholt, weil es vom Geschmack krass intensiv ist, aber vom Geschmack geil. Bin ich bei dir. Gut, dann sind wir uns einig. Jetzt kommen wir mal zu unserer Ace, und zwar haben wir hier ein Light, also ein Produkt, das ist einfach, wir benutzen es sehr oft mittlerweile, muss man sagen, das ist einfach ein Pouch, wo du auch mal mittags wirklich reinfahren kannst, ohne dass es gleich aus der Socke haut. Also wir sprechen hier von 6 Milligramm. Ja, also wirklich dezent gut, gewohnt gute Qualität. Ja. Auch, kommt auch der Geschmack sofort. Ist sofort da. Ja. Ja, es sind halt, muss man einfach sagen, es sind Atze, die wir wirklich von der Qualität wirklich abfeiern und vom Geschmack. Das wird schwer. Lars, wo setzen wir ihn? Also ich würde hier irgendwo Nico, dazwischen. Genau, sind so wir uns einig? Ja, so hätte ich es auch gemacht. Also, Platz 2 aktuell für den Ace Super White Berry Breeze als Low. Sollen wir den Berry gleich im Vergleich machen? Das wäre, dann wären wir bei 2 Berries. Dann gehen wir da rein. Oder scharf? Der ist scharf. Nicht erschrecke, er ist nicht vergammelt. Nee. Das ist einfach die... Einfach bei einer Minzfüllung. Genau. Finde ich auch was ganz Abgefahrenes, haben wir auch damals im Review gesagt. Ja. Das ist wirklich mal out of the box, was komplett Neues. Ja. Sehen ein bisschen merkwürdig aus, klar. Damit muss man sich anfreunden, dass die Dinger grün sind. Aber ist auch ein bisschen geckig, finde ich. Finde ich gut. Rein mit. Kommt nicht sofort. Nee. Also das ist ein Pouch, wo du länger drin lassen musst. Ja, die sind auch ziemlich trocken, muss man auch dazu sagen. Also wir haben aber einen starken, also es sind 25 Milligramm, wo wir hier haben. Hersteller ist hier 77 Pouches, wem das noch was sagt. Genau. Die haben diese Teile hier gemacht. Ich sehe es jetzt so, dass es von der Milligramm-Angabe schon fast für einen Sommersnus für mich persönlich fast zu stark ist, muss ich sagen. Ich würde ihn irgendwo entweder hier oder hier positionieren lassen. Ich würde an der Tatsache, dass der Minzgeschmack mit Berry, also die Füllung, so frisch ist, dass ich ihn drüber machen würde, über der Kirsche. Ja. Passt das für dich? Passt für mich, ja, bin ich dabei. So, wir haben jetzt aktuell unser Rating, und zwar der Stripe Summer Vibe auf Platz 1, der Ace Berry auf Platz 2, der Velo Watermint auf Platz 3, Maverick Berry Valley auf Platz 4 und auf Platz 5 der Ace Cool Cherry. So, und jetzt kommt der letzte, und jetzt gucken wir mal. Der ist für mich auch ziemlich vorne dabei. Also ich weiß noch, wo wir ihn getestet haben. Das ist halt auch einfach Summer. Ah, der riecht halt auch mega fresh. Ich weiß, ich wusste noch unter den Kommentaren von dem Review, da gab es Liebhaber und es gab Leute, die gesagt haben, der Geschmack geht bei mir gar nicht. Okay. Sehr dezent. Von der Entfaltung vom Geschmack. Ich finde tatsächlich besser wie der Wassermelone. Definitiv, ja. Man hat mehrere, mehr Flavor. So sieht's aus. Bei mir ist der ganz hier. Ja. Eins oder zwei. Ja. Ich bin mir dann ganz schlüssig. Dadurch, dass der hier relativ stark ist, wir sind hier bei 20 Milligramm, genau, sonst würde er auch nicht Sommer 20 heißen. Und der Velo wird sein bei, ich gehe mal davon aus, was ist denn das? Das ist ein 4 Sterne. Hat auch um die 20, schätze ich. Der geht auch in die Richtung 11 Milligramm Nikotin hat er. Okay. Also wirklich überschaubar. Lars, machen wir nur auf 1 oder auf 2? Ich kann mich ganz schwer entscheiden, sage ich dir ehrlich. Ich würde fast sagen, dass ich die zweite Platz 1 teilen müsse. Ja. Ja. Oder? Ja. Das ist wirklich schwierig zu entscheiden. Sind auch relativ nah zusammen beim Geschmack. Also bei dem Summer Vibe sind wir wirklich, da haben wir einen Eiscreme-Geschmack noch mit der Frucht. Und hier haben wir, sind wir eher so bei so einem Cocktail-Geschmack irgendwie. Richtig. Also die holen mich beide komplett ab, muss ich echt sagen. Das sind halt für uns Sommergeschmäcker, also richtig. Wo wir wirklich den Sommer mit identifizieren. Nee, wir locken den ein, also beide bei 1. Also die zwei, unsere Platz 1, Velo Tropic Breeze und der Summer Vibe von Feather Stripe, genau. Ja. Unsere Summer Snooze 2023. Also, top. Absolut.
die werden ihren Platz finden in der kurzen Hose und in der Badehose. Ja. Für uns die Platz 1, also der gemeinsame Platz 1. Platz 2 jetzt, fest. Ace Superwhite, Berry Breeze. Dann kommt der Velo Watermelon, weil er vom Geschmack her ein bisschen zu dezent ist vielleicht, ja, für das, was wir von einem Sommersnooze, ja, erwarten. Ja. Dafür vielleicht ein geiler Daily. Ja. Maverick auf dem zweitletzten Platz. Ja, weil er einfach ein bisschen zu dezent ist, würde ich sagen. Und richtig, vielleicht auch ein bisschen zu trocken vom, und mit 25 Milligramm, wie der Lars schon sagt, vielleicht zu knackig, etwas zu knackig für den Sommer, genau. Ja. Und auf dem letzten Platz ist leider der Fetters Ice Cool gelandet mit Cherry. Ich sage jetzt mal nicht leider, weil auch hier macht sie Vielfalt. Also wir, ja, haben jetzt hier, wir haben jetzt hier 6 Pouch, ne, wo du wirklich im Sommer komplett, das holt dich ab. Ja. Und wir sind ja auch komplett nach Summer Flavor gegangen, muss man einfach auch dazu, genau, sagen. Vielleicht hat auch einer den als Liebling. Das ist vollkommen in Ordnung. Also. Haut's mal in die Kommentare, wenn jetzt ihr einen Sommersnooze habt, wo wir jetzt noch nicht getestet habt, haben, was aber euer perfektes Sommersnooze ist, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Der dann ins nächste Rating mit reinkommt. Genau. So sieht's aus. Das war unser knackiges Sommersnooze-Rating. Ich hoffe, ihr kommt jetzt gut durch den Sommer mit den Empfehlungen, die wir für euch haben. Und wenn ihr schon was davon getestet habt, vielleicht ist für euch ein anderer auf Platz 1. Schreibt es rein. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo selbstverständlich, wenn ihr es noch nicht da gelassen habt. Also ich gehe mal davor aus. Ich, oder? Hoffe, ja, ich hoffe. Also, das war's. Wir sind raus. Macht's gut. Snusikowski. Schönen Sommer. Ciao. Ciao, ciao.